Gewerbliche Tierzucht und Steuererklärung, gewerbliche Tierzucht im Steuerrecht. Was ist das? Was habe ich zu beachten? Wann bin ich was? All das nun im folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefan B. und wie im Intro schon gesagt, heute haben wir das Thema der gewerblichen Tierzucht in der Steuererklärung. Dieses Video möchte ich in einigen Punkten aufbauen. Erstens, ab wann bin ich denn eigentlich gewerblich und wann ist das Ganze einfach hobbymäßig oder als ganz normales Alltagsgeschäft mit den Tieren zu verstehen. Dann, wie grenze ich denn die gewerbliche Tierzucht mit Tieren von der Landwirtschaft ab? Denn hier gibt es auch einige Sachen, auf die ich achten muss. Das dritte, der Punkt der Liebhaberei. Und natürlich, was mache ich mit Verlusten, wenn diese in der gewerblichen Tierhaltung entstehen sollten oder in der gewerblichen Tierzucht? Danach beispielhafte Gewinnermittlung, dann schauen wir uns einfach mal an, wie beispielhaft bei einem abstrakten Fall so eine Einnahmeüberschussrechnung in so einem abstrakten Fall aussehen könnte in der Theorie. Danach möchte ich noch auf die Unterschiede eingehen, wenn man das Ganze bilanzieren würde. Und zum Schluss gehen wir das Ganze einfach mal in den Steuerformularen durch, wie das Ganze dann dort wieder zu finden wäre. Natürlich alles für rein abstrakte Fälle. Und jetzt schauen wir uns dann einfach mal zuerst an, ab wann ich das Ganze als gewerblich einstufen müsste. Und hier greifen die ganz normalen Kriterien, ab wann ich jedes andere Gewerbe auch als Gewerbe anmelden müsste. Ganz wichtig, und das ist das oberste Kriterium an allem, Gewinnerzielungsabsicht. Ich muss die Absicht haben, Gewinne zu erzielen. Hier reicht es nicht nur zu sagen, ich möchte Gewinne erzielen, sondern es muss auch glaubhaft dargelegt werden. Und nein, im Umkehrschluss bringt es auch nichts zu behaupten, ich habe keine Gewinnerzielungsabsicht, wenn die Tatsachen etwas anderes präsentieren. Aber wie mit der Nicht-Gewinnerzielungsabsicht und mit Verlusten umgegangen wird, erkläre ich Ihnen später noch was. Dann, es muss nach außen gerichtete Tätigkeit sein. Das heißt, ich muss am freien Wirtschaftsverkehr irgendwie teilhaben und mitmachen. Eine reine Zweckbetrieb nur unter gewissen Personen würde manchmal hier schon aus diesen Kriterien rausfallen. Dann muss ich das auf Dauer angelegt haben. Heißt, ich mache jetzt nicht einmalig einen Wurf, wo ich 200, 300 zu viel habe, beispielhaft, und verkaufe die einmalig, sondern ich muss das nachhaltig, also auf Dauer angelegt haben, um hier über einen gewissen Zeitraum immer Umsätze und Gewinne zu erzielen. Dann die letzten zwei Faktoren selbstständig. Der Faktor sollte jetzt eigentlich nicht so problematisch bei dem Ganzen sein. Heißt keine Scheinselbstständigkeit oder ich bin nicht weisungsgebunden, was die ja in der Regel dann auch eigentlich nicht sind. Das ist dann eigentlich auch schon obsolet der Punkt. Und keinen ge generellen gegen das Gesetz verstoßene oder den guten Sitten verstoßene Tätigkeit. Das ist rein gewerberechtlich. Auch steuerrechtlich müssen Sie diese Tätigkeiten versteuern. God preis das Steuerrecht. Ja, also diese Punkte sind so grob, wo man sich orientieren kann, ob die Tierzucht gewerblich ist. Aber generell, wenn Sie dadurch Gewinne erwirtschaften und das mehr wie einmal alle 10 Jahre ist, dass Sie ein paar Euro für bekommen, sollte man sich auf jeden Fall damit beschäftigen, das Ganze wahrscheinlich gewerblich einzuordnen. Jetzt denken Sie sich vielleicht, okay, aber mein Bauer nebenan oder mein Bauer auf dem Dorf, der züchtet auch Tiere, ist der auch ein Gewerbe? Ich dachte, da gibt es noch was mit landwirtschaftlichen Einkünften. Richtig, aber hier müssen wir unterscheiden. Zur Landwirtschaft zähle ich nur, wenn es Nutztiere sind und da gibt es eine genaue Definition, welche Tiere alles Nutztiere sind. Und ich brauche landwirtschaftliche Fläche, die dem landwirtschaftlichen Betriebsvermögen zuzuordnen ist oder gepachtet ist. Und hier gibt es dann ein Fläche-Tier-Verhältnis. Das heißt, ich darf x Tiere auf x Fläche haben. Dann bin ich noch in der Landwirtschaft drin. Alles, was da übersteigt, bin ich auf einmal komplett gewerblich. Aber das Thema der gewerblichen Tierzucht betrifft eigentlich nur sowas wie Keulkarpfen, Hunde, Katzen und alles andere an Tieren, die jetzt eigentlich nicht klassische landwirtschaftliche Nutztiere wären. So, die Problematik mit der Liebhaberei heißt, dass Verluste aus dem Gewerbebetrieb nicht anerkannt werden im Nachhinein oder nach einer gewissen Zeit, haben wir bei der gewerblichen Tierhaltung jetzt erstmal nicht, wenn man es positiv nimmt. Denn wir haben im Paragraph 15, in dem Paragraph, wo geregelt ist, was gewerblich ist, den Absatz 4. Und der beginnt mit: Verluste aus gewerblicher Tierzucht oder gewerblicher Tierhaltung dürfen weder mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Sie dürfen auch nicht nach 10d abgezogen werden. Die Verluste mindern jedoch nach Maßgaben des 10d den Gewinn des Steuerpflichtigen im unmittelbaren vorangegangenen oder im folgenden Wirtschaftsjahr aus gewerblicher Tierzucht oder gewerblicher Tierhaltung erzielten oder erzielt hat.
Das heißt, wir haben hier ein in sich geschlossenes System. Mit gewerblicher Tierzucht oder gewerblicher Tierhaltung kann ich somit keine Verluste erzielen, die sich auf andere Gewinne auswirken außerhalb der Tierzucht oder Tierhaltung. Bedeutet aber auch, ich brauche eine komplett abgetrennte Buchhaltung, weil ich natürlich das nicht mit anderen Einkünften mindern darf. Heißt, diese Frage nach ein paar Jahren mit der Liebhaberei, ob meine Verluste irgendwann mal rausgestrichen werden, spielt erstmal in dem Sinne eine untergeordnete Rolle, weil diese Verluste aus gewerblicher Tierzucht, sollte diese vorliegen, sich sowieso nicht auswirken, da sie einfach nicht verrechnet werden, außer ich schaffe es irgendwann mal einen Gewinn oder einen Überschuss zu erzielen. Heißt, diese einkommensteuerliche Problematik mit der Gewinnerzielungsabsicht hat der Gesetzgeber in weiser Voraussicht hier schon mal außen vor gelassen und einfach mal rausgenommen und in sich geschlossenes System geschaffen. Somit haben wir lediglich die Problematik mit einer Umsatzerzielungsabsicht und dem damit verbundenen Vorsteuerabzug. Aber eine Umsatzerzielungsabsicht zu erklären und zu bezeugen ist deutlich einfacher, natürlich wenn Sie Umsätze haben, als eine Gewinn- und damit eine Überschusserzielungsabsicht und nicht, dass ich ein Hobby steuerlich irgendwie geltend machen möchte. In diesem Sinne, wenn Sie nur Verluste haben in der gewerblichen Tierzucht, ist es blöd, weil Sie auch noch einen Haufen Verwaltungsaufwand haben. Andererseits die Problematik, irgendwann mal in die Bredouille zu kommen, dass Sie nachweisen müssen, ich habe hier eine Gewinnerzielungsabsicht, eine Überschusserzielungsabsicht, haben Sie jetzt erstmal nicht so stark, weil diese Verluste sich sowieso erstmal nicht auswirken, außer Sie werden irgendwann mal in der Zukunft Überschüsse, also Gewinne daraus erzielen. So, und wenn wir schon mal in der Thematik sind, springen wir noch ganz schnell ins Umsatzsteuergesetz und gucken uns die Umsatzerzielungsabsicht an. Diese finden wir im Paragraph 2 Umsatzsteuergesetzes, Unternehmer oder Unternehmen, wie wird definiert, wer das ist. Und hier finden wir im Absatz 1 eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch bekannt als Umsatzgenerierungsabsicht oder Umsatzerzielungsabsicht. Das heißt, auch wenn kein Gewinn erzielt wird und kein Überschuss langfristig erzielt wird, haben wir einen Unternehmer, wenn Umsätze erzielt werden oder Umsätze erzielt werden sollen und wir hier erst glaubhaft und darstellen können, dass es diese Erzielungsabsicht gibt und am besten, wenn diese auch noch klappt, das heißt, wenn Umsätze generiert werden. Paragraph 2 Umsatzsteuergesetz, ganz einfach und der koppelt auch daran, wer Vorsteuer kriegt und wer nicht. Das heißt, wir haben hier eine viel weitere, eine viel offenere, eine viel einfachere Regelung wie in der Einkommensteuer, wo es um eine Gewinnerzielungsabsicht geht. So, für einen rein abstrakten Fall, beispielhaft, das ist einfach mal so eine Aufzeichnung als Beispiel rein abstrakt, wie das Ganze theoretisch aussehen könnte. Wir haben hier unseren Tierzüchter Max Mustermann, Einnahmenüberschussrechnung für das Musterjahr und er macht hier eine Tierzucht und ich sage es gleich dazu, ich habe absolut keine Ahnung von Hunden und ich habe keine Ahnung, ob wir sowohl die Preise auch als die Verhältnisse in irgendeiner Weise hinkommen, aber wahrscheinlich nicht. Gehen wir das einfach jetzt mal kurz durch in der Excel-Tabelle und danach springen wir in die Umsatzsteuerjahreserklärung und in die Einnahmenüberschussrechnung sowohl und die Anlage G. Plus, ich sage es gleich dazu, wir machen das hier als Umsatzsteuerjahresabgeber. Es passt auch von den Verhältnissen, dass er im Jahresrhythmus abgeben dürfte. Jetzt sagen wir einfach mal, in unserem abstrakten Fall hat der Herr Mustermann 10.000 Euro Nettoumsatz gehabt, einbehaltene Umsatzsteuer davon nochmal zusätzlich 1.900 Euro. Eigenverbrauch, ich sage jetzt einfach mal, er hat das aus den Futtermitteln, die er gekauft hat, für seine privaten Hunde einen Eigenverbrauch von 500 Euro, beziehungsweise müssten wir es nicht Eigenverbrauch nennen, sondern Entnahmen. Also, weil er verbraucht es ja nicht selber, sondern seine Tiere, er entnimmt es. Aber nennen Sie es einfach mal zum Verständnis her für Sie Eigenverbrauch. 500 Euro, was er an Futtermitteln entnommen hat und darauf die Umsatzsteuer nochmal 95 Euro. Somit kommen wir auf eine Summe der Einnahmen von 11.900 Euro in dem Kalenderjahr. Jetzt Ausgaben, sage ich mal einfach 4.000 Euro Futter, wo natürlich der Eigenverbrauch mit drin ist. Hat er Werbung geschaltet für die Verkäufe der Tiere von 1.000 Euro, hat Spielzeug geholt von 500 Euro, hat nur auf die Tierzucht entfallen, netto 500 Euro für den Steuerberater bezahlt letztes Jahr. Und er hat nochmal Decken angeschafft für die Tiere von 500 Euro. Alle Ausgaben netto. Darin war nochmal zusätzlich verausgabte Umsatzsteuer von 1.235 Euro, womit wir in Summe der Ausgaben 7.735 Euro kommen und somit einen Überschuss erzielt haben von 4.165 Euro. Wir springen jetzt erst in die Formulare und danach erkläre ich Ihnen nochmal die Unterschiede zur Bilanz. Es ist wahrscheinlich dann einfacher für Sie, alles sich zu merken.
So, jetzt sind wir in der Umsatzsteuerjahreserklärung vom guten Herrn Max Mustermann. Seine Tierzucht, Adresse, den ganzen Anfangsbereich, den brauche ich Ihnen jetzt nicht erklären. Das können Sie sich auch nochmal in meinem Video zur Umsatzsteuererklärung angucken. Ich habe jetzt bewusst gesagt, dass es kein Kleinunternehmer ist, sonst gäbe es hier im Bereich B in Zeilen 31 bis 35 den Bereich der Kleinunternehmerschaft und dann gehen wir schon gleich auf die Seite 2. Er hat einen Nettoumsatz von 10.000 Euro, wie ich Ihnen gesagt habe, 500 Euro Eigennahmen bzw. unentgeltliche Wertabgaben. Also er hat das Ganze aus dem Unternehmen rausgenommen und alles 19% Umsatzsteuer. Hier unten wäre dann der 7er Bereich. Damit kommen wir auf unsere Umsatzsteuerzahlungen. Das war es auch schon mit der Seite 2. Und dann geht das Ganze auf der Seite 3 weiter. Verauslagte Rechnung anderer Unternehmer heißt die Umsatzsteuer, die er an den Rechnungen an andere Leute und an andere Unternehmer gezahlt hat. Das waren unsere 1235 Euro. Und somit kommen wir auf die Seite 4 ohne weitere Vorauszahlungen, da er ja Jahresabgeber wäre in unserem rein abstrakten Fall, auf eine Umsatzsteuerzahlers von 760 Euro, die Differenz aus 1995 und den 1235 Euro und dürfte somit nächstes Jahr auch wieder jährlich abgeben, da er unter einer Zahllast von 1000 Euro ist. So, jetzt sind wir auch schon in der Einnahmeüberschussrechnung. Ganz normal, dazu habe ich Ihnen ja auch schon mal ein Video abgedreht, wie das Formular zu handhaben ist. Max Mustermann, Adresse, Ort, Tierzucht, ganz wichtig, damit das Amt auch weiß, dass es die Verluste gegebenenfalls nicht anzuerkennen hat. Sonstige natürliche Personen, Wirtschaftsjahr, das Kalenderjahr, Gewerbebetrieb und dem Steuerpflichtigen zuzuordnen. Es wurden keine Grundstücke oder sonstigen Scheiß veräußert. Und somit haben wir Betriebseinnahmen von 10.000 Euro. Vereinnahmte Umsatzsteuer sowie die Umsatzsteuer auf unentgeltliche Wertentnahmen von 1.995 Euro und 500 Euro Sach- und Leistungsentnahmen, wie für das Futter, wie gesagt. Und wenn Sie jetzt aufgepasst haben, sehen Sie zu meiner Berechnung auf Excel schon einen kleinen Rechen- bzw. Summenfehler. Ich habe den Eigenverbrauch nicht in die Summe mit reingenommen, da ich den nachträglich hinzugefügt habe, um das Beispiel ein bisschen aufzupeppen. Also aber gar kein Problem, selbst wenn der Bescheid jetzt falsch rausgegangen wäre, aufgrund einer neuen Vorschrift können wir ja Schreib- und Rechenfehler jederzeit korrigieren lassen vom Finanzamt Seiten aus, sowie positiv wie als auch negativ und haben hier kein Problem, da die Angaben ja gemacht wurden. Dann gehen wir auf die Seite 2, Betriebsausgaben, Waren, Rohstoffe, Hilfsstoffe einschließlich der Nebenleistung. Da habe ich jetzt einfach mal die Futterkosten von 4.000 Euro plus Spielzeuge und Decken von jeweils 500 Euro, also 5.000 Euro in Summe. Hier unten haben wir dann noch den Steuerberater für 500 Euro, die Werbekosten für 1000 Euro und natürlich die verauslagte Umsatzsteuer, also die gezahlten Vorsteuerbeträge von 1235 Euro. Somit kommen wir auf Betriebsausgaben von 7735 Euro, da hatte ich keinen Summenfehler. Und diesen gehen wir jetzt auf der letzten Seite und kursieren unseren Gewinn von 4.760 Euro. Eigentlich nicht so problematisch, das ist ja alles nur abstrakt und ein Mini-Beispiel. Und jetzt springen wir mal in die Anlage G, damit Sie auch sehen, wo das Ganze dahin kommt. So, wir befinden uns jetzt in der Anlage G, Gewerbebetrieb, da wo Ihr Gewinn oder Ihr Verlust reinkommt. Aber Achtung, beim Verlust haben wir gelernt, gibt es ja eine Sache, wo wir beachten müssen. In der Zeile 4 können wir einfach reinschreiben, Tierzucht oder Tierhaltung oder was immer es dann auch ist. Oder Sie haben sich irgendeinen fancy Eigenname gegeben. Passt auf, den richtigen Gewinn, die 4.760 Euro hier rein. Aber jetzt denken Sie sich, okay, da habe ich doch vorhin was gehört bei Verlusten von Tierzucht. Muss ich dann jetzt noch was beachten oder muss man in der Praxis dann noch irgendwas beachten? Ja. Es gibt die Seite 2 und hier in den Zeilen 50 und 51 gibt es Angaben zur gewerblicher Tierzucht. Ansatz außer Acht gelassener Verluste, enthalten gekürzte Gewinne und verrechnete Verluste aus anderen Jahren. Hierüber kann man steuern, dass das Programm auch richtig weiß, dass die gewerblichen Verluste aus Tierzucht oder Tierhaltung nicht mit einbezogen werden sollten oder dass ich, wenn ich Gewinne habe aus dem Vorjahr, diese einfach mit Verlusten verrechnen könnte in der Theorie. Also darauf achten, wenn Sie hier Verluste haben, dass dieser Bereich auch noch mit ausgeführt wird, beziehungsweise dass Sie das wissen, in der Berechnung vom Steuerprogramm gibt es noch zusätzliche Angaben zu machen, damit das Ganze auch so läuft, wie es rechtlich zu handhaben ist. Es wäre nämlich scheiße, wenn man das vergisst in der Praxis, auf einmal sich freut, weil man einen Verlust hat und eine riesen Steuererstattung kriegt und das Finanzamt dann sieht, okay, wurde vergessen einzutragen, holen wir nach. Verlust wird natürlich ausgeklammert, wird fortgeschrieben für die Zukunft, für falls mehr Gewinne entstehen und dann ist der Verlust weg. Man hat weniger, also man muss mehr Steuern zahlen, wie auf dem Ergebnis eigentlich in der Berechnung wäre, weil man einfach sich so eine blöde Kleinigkeit vergessen hat.
So, der wohl größte Unterschied von der Einnahmenüberschussrechnung zur Bilanz in diesen Fällen wären, dass zum Beispiel, wenn Sie jetzt Futter kaufen, haben Sie das als Ausgabe, wenn Sie das Tier verkaufen, haben Sie das als Einnahme, ganz normal. Wenn Sie aber in der Bilanz sind, haben Sie Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Die Tiere wären quasi, wenn sie noch nicht verkaufbar wären, wenn sie noch Jungtiere sind, unfertige Erzeugnisse und ab Verkaufsstart kann man sie quasi als Waren bezeichnen. Und somit werden alle Kosten, die auf die Tiere entfallen, von Geburt bis Verkaufsstart sozusagen den Buchwert erhöhen, dann in der Theorie und die unfertigen Erzeugnisse erhöhen. Klingt für Tierschützer oder für Tierfreunde wahrscheinlich ziemlich pervers. Klingt wirklich ziemlich pervers, aber naja, so ist es nun mal und die Bilanz kennt keinen Freund und keinen Feind und das Recht kennt kein richtig oder falsch, sondern das Recht ordnet nur ein, wie Sachen zu bewerten sind. In diesem Sinne bedanke ich mich so für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben hier etwas mitgenommen, Sie haben hier etwas gelernt. Wenn Sie etwas gelernt haben, würde ich mich auch sehr freuen, wenn Sie dieses Video mit anderen Menschen teilen, die auch etwas lernen möchten in diesem Bereich, die dieses Thema auch betrifft. Wie gesagt, alles rein abstrakte Fälle. Jeder Individualfall kann natürlich komplett anders aussehen. Deswegen gibt es Steuerberater und Rechtsanwälte, die Sie aufsuchen dürfen und sollten in diesen Fällen meistens. Wie gesagt, ich hoffe, Sie haben etwas gelernt. Es war mir wie immer eine Freude und eine Ehre, Sie zu unterrichten. Hoffentlich sehen wir uns auch auf einem anderen Video hier auf dem Kanal wieder. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan B.